DFB-Pokalfinale 2021. RB Leipzig sehnt sich nach dem ersten Titel der Vereinsgeschichte. Sie standen schon im DFB-Pokalfinale 2018-2019. Dort unterlag man aber den Bayern deutlich. Der BVB seit 2016-2017 ohne Titel. Damals gewann man das Frankfurter Finale mit 2:1. RB Leipzig mit folgender Aufstellung sieht ziemlich ähnlich aus zu dem, was wir am Wochenende schon gesehen haben gegen Borussia Dortmund, als Leipzig dort im Signal Iduna Park mit 3:2 unterlag. Der BVB musste etwas ändern, vor allem im Tor. Da geht Bürki logischerweise in den Kasten, weil Marvin Hitz zur Pause verletzt ausgewechselt werden musste. Beim ominösen Spiel gegen Leipzig. Haaland war fraglich, ist dabei extrem wichtig natürlich für diese Mannschaft. Springen wir ins Spiel. Es brauchte ein wenig, um in Fahrt zu kommen, weil keine Mannschaft hier einen frühen Fehler machen wollte. Der BVB wagte sich dann mal aus der Deckung. Reus mit dem Lupfer zu Rainer. Und da wurde es in der 14. Spielminute das erste Mal ein bisschen brenzlicher. Keine Abseitsposition, Gulaschi hört den maximal am Ohr vorbeiziehen, geht dann aber eben nur ans Außennetz. Und Schwarz-Gelb machte weiter Druck. Emre Can, Haaland, Reus, super gespielt und Sancho wird im letzten Moment noch behindert. Am besseren Abschluss ist dann im Endeffekt von Leipzig auch stark verteidigt, zumindest hier von Angelinho dann, der sich da gut reinstellt. Sancho kann nicht richtig ausholen und spielt den dann vorbei. Über eine halbe Stunde gespielt, sehr einseitig mittlerweile. Emre Can gewinnt dieses Duell, legt zurück. Sancho, Haaland und Marco Reus probiert sich aus der zweiten, ja fast dritten Reihe. Durchaus nett dieser Schuss, aber ein Ball für Gulaschi, den der ungarische Nationalkeeper halten muss und auch im Nachfassen dann tut's. Jetzt endlich mal Leipzig über Kevin Campbell. Dieser Ball in den 16er, er ist herausragend gespielt. Leipzig hätte mit dieser Szene das Spiel und den Verlauf auf den Kopf stellen können. Die Abnahme mit links geht knapp am Tor vorbei. Roman Bürki konnte bis dahin keinen einzigen Ball halten, weil eben keiner auf seinen Kasten kam. 0:0 nach 45 Minuten. Es war ein durchaus unterhaltsames Pokalfinale. Noch nicht mit dem 100%igen Risiko und Dortmund bis dato die bessere Mannschaft. Springen wir in den zweiten Durchgang. RB Leipzig nun mit mehr Druck im vorderen Drittel. Mats Hummels verliert hier den Ball. Das ist fahrlässig. Angelinho, Wang, Forsberg und Sabitzer. 1:0 für Leipzig. 56. Minute. Was für ein Bock von Mats Hummels. Leipzig nutzt das aus. Das ist ihre Qualität. Ballgewinn und dann schnell zum gegnerischen Tor. Hier funktioniert es perfekt. Es war kein Abseits in keinem Passmoment, auch wenn es knapp war teilweise. Alles korrekt. Und Roman Bürki bleibt nur das Nachsehen, wird da dann aus kürzester Distanz von Sabitzer ohne Probleme überwunden. Und der BVB hatte jetzt eine große Herausforderung. Gulaschi drischt den Ball raus. Dortmund jetzt auch vorne drauf. Sancho, Rainer und Ausgleich. Lange hat es nicht gedauert. 65. Minute, das 1:1 für den BVB. Natürlich war das verdient, aber auch eine Charakterfrage nach dem Rückstand. Schnell wieder zurückzufinden. Sancho nimmt den Ball mit der Brust mit, legt ihn dann auf. Klostermann ist einen Gedanken zu langsam, vielleicht sogar zwei. Gulaschi fast noch mit den Fingerspitzen dran, aber eben nur fast. Borussia Dortmund jetzt wieder deutlich mit breiterer Brust. Leipzig glitt dieses Spiel wieder aus der Hand. Reus! Und der hatte richtig Hunger.
auf ein Tor aus der Distanz. Der hier war nochmal gefährlicher als der in der ersten Halbzeit. Gulaschi fährt mit einer Glanzparade hier dem Dortmunder Kapitän aber in die Parade. Es roch nach Verlängerung. Der BVB wollte sich drumherum winden und kam auch nochmal nach vorne mit Haaland. Reus, Marco Reus legt quer zu Erling Haaland. Zweite Minute der Nachspielzeit. Der BVB dreht diese Partie und schießt sich zum DFB-Pokalsieg. Und natürlich sprechen diese Bilderbände. Haaland leitet es selber ein. Reus schaltet schnell, liegt quer. Erling Haaland lässt sich das nicht entgehen. Und dann war Schluss. Der BVB gewinnt das Finale nach 1:0 Rückstand mit 2:1. RB Leipzig verliert das nächste Pokalfinale. Es ging also aufs Podest. So sieht die Trophäe aus. Den Dortmundern nicht gänzlich unbekannt, aber immer wieder schön in die Luft zu reißen. Und er durfte es machen. Marco Reus als Kapitän vorangegangen und als Kapitän stemmt er das Ding in die Lüfte. Ein spannendes, ein interessantes DFB-Pokalfinale am Ende mit dem verdienten Sieger Borussia Dortmund. Ein Siegerfoto am Ende darf auch nicht fehlen. Leipzig hat mal wieder mindestens ein Jahr den Verzicht auf den Titel. Dortmund mit dem riesigen Erfolg.